Ja, weiter herzlich willkommen. Wir sind immer noch auf der Bits und Bäume. Ich habe jetzt hier Lorenz Hilti zu Gast. Du bist Informatiker. Was bringt ein Informatiker zu einer Nachhaltigkeitskonferenz? Ich habe mich schon seit meinem Studium eigentlich in den 80er Jahren immer dafür eingesetzt, dass wir diese Veränderungskraft, die in der Computertechnik, in der digitalen Technik insgesamt steckt, dass wir diese einsetzen, unsere Hauptprobleme zu lösen als Gesellschaft. Und dazu zähle ich eben die Frage, wie gehen wir mit der Umwelt um? Schaffen wir es, die Kurve zu kriegen zu einer nachhaltigen Entwicklung? Und es ist für mich eigentlich völlig klar, dass das geschehen muss. Es war für mich immer klar. Die Frage ist einmal, wie können wir jetzt auch die Digitalisierung vor diesen Karren der Nachhaltigkeit spannen. Das versuche ich schon sehr lange. Das ist auch immer sehr erklärungsbedürftig gewesen. Das haben nicht viele Leute das sofort eingesehen, dass man das zusammendenken kann und wie ich finde auch zusammendenken soll. Aber deshalb freue ich mich so über diese Konferenz, weil jetzt plötzlich sind da 1300 Leute, die offenbar sehen, dass das etwas miteinander zu tun hat. Ja. Okay, gehen wir da mal rein. Was bedeutet denn die ganze Digitalisierungsentwicklung, der höhere Stromverbrauch für das Thema Nachhaltigkeit? Was ist da so in Ihrer Forschung im Moment der Status quo? Was kann man da sagen? Also ich habe mich mit zwei Ebenen befasst. Die eine Ebene ist, was braucht die ganze IT selber an Strom und an Materialien? Also der ganze ökologische Fußabdruck der Digitalisierung selbst. Und auf der anderen Seite eben, was kann man damit auch tun? Nicht? Dann gibt es, das sind dann diese sogenannten indirekten Effekte. Digitalisierung ermöglicht es uns, zum Beispiel bestimmte Substitutionen vorzunehmen. Nicht? Also einer dieser immer diskutierten Substitutionseffekte ist im Medienbereich. Ja, ist es zum Beispiel besser, jetzt Bücher gedruckt zu lesen oder eben auf einem E-Book-Reader? Ja. Wir haben halt gezeigt, wenn man jetzt mal rein das CO2 als Maßstab nimmt oder Treibhausgasemissionen generell als Maßstab nimmt, dann müsste man auf einem E-Book-Reader oder muss man auf einem E-Book-Reader mindestens 35 durchschnittliche Bücher lesen, die nicht gedruckt werden dürfen, bis der sich sozusagen amortisiert hat, klimamäßig. Ja, der kommt ja mit einem relativ großen Rucksack, wenn man den kauft. Ja, für die Herstellung, der Energieverbrauch des E-Book-Readers in der Nutzungsphase ist vernachlässigbar. Das ist wirklich ein Wunder an Energieeffizienz. Die Herstellung ist das Problem. Und dann entspricht das etwa dem Gegenwert von 35, 40 Büchern. Echt? Und wenn man jetzt sagt, ja, die Bücher, die kann man aber auch mehrfach lesen, man kann ein Bibliotheksbuch nehmen, das ist natürlich dann durch Elektronik fast nicht zu schlagen. Ich finde ein Bibliotheksbuch fast tausendmal lesen. Nicht? Und diese ganze Diskussion, da sagt man, ja, aber wenn ich jetzt wenn ich gar keinen E-Book-Reader habe, sondern einen Laptop lese und den habe ich sowieso und dann muss man haben Probleme, verschiedene Zwecke dieser multifunktionalen Geräte zu allozieren. Das wird methodisch sehr kompliziert. Und bei dieser ganzen Mediendiskussion kommt eigentlich zum Schluss raus, dass es nicht so klar ist. Also man kann es nicht generalisieren, was ist jetzt besser, die Dinge digital zu machen oder halt konventionell analog mit bedrucktem Papier. Ist wirklich nicht ganz klar, es hängt von der Situation ab. Aber wenn ich jetzt das vergleiche mit etwas ganz anderem, nämlich mit zum Beispiel einer Flugreise, ja, dann haben wir plötzlich ganz andere Größenordnungen. Nehmen wir nochmal das Buch als Maßstab. Das Buch braucht also, um hergestellt zu werden, insgesamt stößt das etwa 1,2 Kilo CO2 aus. Also ne, einfach durch die ganzen fossilen Energieträger, die auch da in die Produktion, in den Transport involviert sind. Das Holz, was im Buch ist, das zählen wir natürlich nicht, weil das läuft ja im Kreis sozusagen, der Kohlenstoff, der da drin ist. Also 1,2 Kilo. Jetzt, wenn ich im Flugzeug sitze, wie viele Minuten kann ich im Flugzeug sitzen, um klimatisch so einen Gegenwert eines gedruckten Buches an CO2 zu produzieren? Ja. Es sind 2 bis 3 Bücher pro Minute. Das heißt, wenn ich einen einzigen Interkontinentalflug mache, dann habe ich dadurch schon eine kleine Privatbibliothek verheizt, sozusagen. Ja? Das heißt wiederum, die ganze Diskussion um diese Mediengeschichte ist vielleicht nicht so relevant, zumal dort die Dinge nicht so eindeutig sind, wie eine andere Diskussion, die wir dringend führen müssten, nämlich warum fliegen wir eigentlich so viel und tun so, als wäre das nichts. Ja? Es ist die CO2-intensivste Zeit, die man überhaupt verbringen kann. Und dann sieht man, ja, man kann ja auch Videoconferencing machen.
Man kann sich ja einfach so über Kameras irgendwo unterhalten. Das wird selten richtig gut gemacht. Da gibt es viele Sachen, die man beachten sollte. Es ist meistens ein sehr unerfreuliches Erlebnis und die Leute fühlen sich natürlich auch nicht so wichtig, wenn sie in einer Videokonferenz auftreten, als wenn sie irgendwo hin transportiert werden, ja, in Business Class etc. Das heißt, es hat eine Reputation, es hat viele psychologische Aspekte. Aber rein vom CO2 her ist es sowas von eindeutig. Ich kann also 8-Kanal Full-HD-Videokonferencing tagelang machen. Ich kann ein Jahr lang das machen, um einen einzigen Kontinentalflug aufzuwiegen in CO2. Das heißt, es ist, da ist es eindeutig. Da kann man sagen, es ist einfach sehr viel besser, Bits zu transportieren, als Atome zu transportieren. Also Sie würden quasi dafür plädieren, zu gucken in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte, wo ist eigentlich auch der große Hebel, an den wir ansetzen können, wo können wir auch die wirklich großen Effekte machen, und da ist das Thema Flugreisen ganz anderes, was man vielleicht auch politisch eher mal angehen müsste, adressieren müsste, Lösungen entwickeln müsste, als jetzt sich jetzt zum Beispiel mit Mediennutzung darauf zu kapitalisieren. Genau, wir müssten mehr in den richtigen Größenordnungen versuchen zu denken, und oft sind auch Diskussionen dann so, ich meine, alle Diskussionen sind immer wichtig, es ist wichtig, die Dinge aufzuklären, aber manchmal sind es auch tatsächlich Nebenschauplätze und der Elefant, der im Raum steht, wird manchmal einfach ignoriert. Ja. Und das Interessante ist ja, dass, wie Sie sagen, mit Videokonferenzen, da spielt Digitalisierung ja dann auch wieder eine Rolle. Also da ist dann wieder das verbindende Element. Was glauben Sie denn, was fehlt da politisch? Ist es eine Frage der Rahmensetzung? Was kann Politik da tun? Was kann der Einzelne tun? Was müsste passieren, damit sowas eher forciert wird? Diese Frage ist eigentlich nicht spezifisch jetzt für Digitalisierung zu beantworten, sondern ganz generell. Ich meine, da gelten die klassischen, finde ich, umweltökonomischen Instrumente. Nicht? Man muss halt die Preise so anpassen, dass sie auch die externen Kosten darstellen, nicht? Und wenn man denkt, wie billig heute das Fliegen ist, obwohl es unsere in Zeit ausgedrückt Energie- und CO2-intensivste Tätigkeit ist, ja, und es ist so billig, ja, dass es billiger ist, einen Flieger zu nehmen als einen Zug zum Beispiel. Wenn man das sieht, dann wird einem ja klar, dass da etwas nicht stimmt. Ja? Mhm. Auch unsere Elektronik ist zu billig. Wenn ich denke, dass das halbe Periodensystem in so einem Stück Hardware drin ist, was unter unglaublichen Belastungen für Mensch und Umwelt, ja, der Erdkruste irgendwo abgetrotzt wurde und diese Material in die Wände vermischt und nachher praktisch nicht recycelt. Und ich kann das, aber ich kriege das nachgeschmissen. Ich kriege irgendwelche Mikrochips in irgendwelchen anderen Produkten drin, nachgeschmissen. Ja? Das kostet fast nichts mehr. Muss ich auch sagen, irgendwo setzt das System der Marktpreise hier falsche Anreize. Man müsste tatsächlich stärker eben die heutigen externen Kosten und auch den potenziellen Wert knapper Rohstoffe für zukünftige Generationen mehr einbeziehen in die Preise. Dann würden sich die Dinge ganz anders regulieren im Markt. Ja? Und das Letzte ist eben ein sehr großes Problem, weil der Markt ist systematisch blind für die Zukunft. Der kann ja nicht wissen, wie viel Kupfer oder Indium oder so mal unseren Enkelkindern wert sein werden. Ja? Das ist nicht vorgesehen, dass man das berücksichtigt. Also so plädieren Sie quasi für Änderungen der politischen Rahmensetzung. Da ist natürlich, wenn man sich die Realität anguckt heute, oft noch weit von entfernt. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Wissenschaftler? Finden Sie da Gehör? Müsste man da als Wissenschaft politischer werden? Wie ist da so Ihre persönliche Einschätzung? Wie optimistisch sind Sie da? Ja, zuständig wäre ja eigentlich eine andere Wissenschaft, nämlich die Ökonomik. Ja. Ne? Und da gibt es ja durchaus auch neue Ansätze. Ich meine, es gibt auch alte Ansätze, die schon immer gut waren in der Umweltökonomik, aber es gibt jetzt auch diese ganze Diskussion um Postwachstumsökonomik, die eine sehr gute Dynamik auch auslöst. Ja? Und worauf man da hinwirken muss in der ganzen Ökonomiediskussion, ist, dass man diese dogmatische Struktur der Ökonomik als Fach, nämlich alles Neoklassik, dass man die einfach auflöst. Man muss ja nicht jetzt automatisch sagen, Neoklassik ist falsch und die anderen haben recht oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass man wahrnimmt, es gibt auch in der Ökonomik eine Pluralität der Paradigmen. Und wenn man die schon mal alle so lehrt, dass die Studenten mit Studentinnen mit all diesen Paradigmen in Berührung mal kommen,
dann findet da schon Reflexion statt. Und das ist das alles, was wir erreichen können. Wir können nur den Leuten die Möglichkeit zu geben, ein bisschen breiter zu denken und stärker zu reflektieren. Und dann werden sie schon zu ihrer Meinung finden. Ja? Also Dogmen helfen gar nichts. Es geht darum zu zeigen, wie kann man generell denken. Und da ist leider die Ökonomik so verhaftet in dieser monolithischen Neoklassik, ja, mit ein paar zentralen Annahmen, die einfach von anderen Ansätzen in Frage gestellt werden, dass da wenig Bewegung drin ist. Das ist ein bisschen schade, was das Fach der Ökonomik so insgesamt betrifft. Ja. Es gibt immer Ausnahmen. Ja. Was ist die eine Sache, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag Ihnen da Hoffnung macht, dass wir da weiterkommen? Wir haben zum Beispiel, da bin ich zwar selbst nicht beteiligt aktiv, aber wir haben an der Uni Zürich jetzt eine Vorlesung Plurale Ökonomik, die genau das aufgreift, genau das umsetzt, was ich vorher gesagt habe. Kam nicht von mir oder so, das kam von den Studierenden. Die haben ein Projekt gemacht, wo sie eine Fördermittel zuerst gefunden haben und haben dann erreicht, dass man tatsächlich so eine Vorlesung jetzt einführt, wo dann jede Woche ein anderes ökonomisches Paradigma vorgestellt wird. Ja. Und das hat einen riesigen Zulauf und das, solche Dinge, die regen das Denken an, die regen auch eben die Kommunikation an, dass man endlich auch mal eine Sprache findet, um über die Dinge zu sprechen miteinander, von denen man denkt, die müsste man ändern, die müssten wir ändern als Menschheit, damit wir nicht länger in einem Schema gefangen bleiben, wo wir uns gegenseitig zur Steigerung von Aktivitäten motivieren, die keiner gewollt hat. Mhm. Ja, und das tun wir nämlich. Das ist meine Meinung. Super, aber auch ein bisschen Hoffnungsschimmer am Horizont. Absolut, ja. Super. Ja, dann vielen Dank in Ihre Einsichten und Erkenntnisse und noch eine schöne Konferenz. Gleichfalls, hat mich sehr gefreut. Ja.